Am Dienstagmorgen gegen 1 Uhr wurden die Anwohner in der Esslinger Fabrikstraße durch einen Knall und Rauch aus dem Schlaf gerissen. Fast die ganze Innenstadt war stromlos. Nur einige Notbeleuchtungen und Ampeln waren funktionsfähig. Leut Rivetahi und Andreas Jakobsson schilderten uns, was sie erlebten. Ich habe einen Knall gehört und nach dem Knall ist mein Computer ausgegangen und meine Lichter gehen nicht mehr an und auch bei meinen Freunden ist einfach der Strom ausgegangen. Ich dachte, vielleicht ist hier ein Brand, deshalb bin ich rausgegangen, habe geguckt, was passiert ist. Und man sieht ja, dass die Feuerwehr hier gerade im Einsatz ist. Ich habe auch einen Knall gehört und habe aus dem Fenster geschaut und dann habe ich gesehen, dass da Rauch aus dem Lüftungsschacht rauskommt und bin runter, habe gesehen, dass da Feuerwehr und Polizei ist, habe gefragt, was los ist und die haben gesagt, fast ganz Esslingen ist ohne Strom. Kurz nach dem Knall war auch schon die Esslinger Feuerwehr mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Denn die automatische Brandmeldeanlage der Volksbank in der Fabrikstraße hatte ausgelöst. Vor Ort wurde eine Verrauchung in der Tiefgarage festgestellt. Diese kam von einer Stromverteilerstation. Aufgrund der Gefahren durch den Strom musste auf einen Techniker der EnBW gewartet werden. Wie sich nach der Erkundung in der Station herausstellte, war eine Ratte ursächlich für den Stromausfall. Nach fast 2 Stunden hatte die Esslinger Innenstadt wieder Strom.